täglichen Arbeit gebrauchen, weil man es ganz einfach wusste, ne? Und ja, und dann sagte der Herr Schuster mal, ja, ich will jetzt wieder in meinen Beruf zurück. Er hatte da noch eine Zwischenetappe, ging dann noch zur Erwachsenenqualifizierung eine Zeit lang und du machst dann LBG-Vorsitzende. Ja, eigentlich ja, hat mich das gereizt, ne? Aber auf der anderen Seite hatte man natürlich auch Respekt vor der Aufgabe. Und dann kam ja erschwerend dazu, als ich mitkriegte, dass ich schwanger bin. Oh Gott, denke ich, auch das noch jetzt nach diesem Angebot, was er gemacht hatte, ich dann wieder hin. Ich sage, Herr Schuster, das wird jetzt nichts mit mir, ich bin schwanger. Und er sagt dann auch so ganz einfach, ne, schwanger sind andere Frauen auch. Und da habe ich gedacht, eigentlich hat er ja recht. Ja, und so hat sich das denn nachher entwickelt. Habe ich ja gesagt, dann hat er das alles sehr gut vorbereitet. Jede Brigadeversammlung wurde das dann vorgeschlagen. Die Bauern konnten dann ihre Fragen stellen oder ihr vielleicht Problem gesehen haben und so. Also das war ganz offen, nicht irgendwie heimlich vorbereitet und jetzt auf einmal ist da eine junge Frau als Vorsitzende, sondern das wussten alle. Und dann kam die Rechenschaftslegung, denn die LPG-Vorsitzenden wurden ja in offener Wahl von den Genossenschaftsbauern gewählt. Die Wie viele wurden waren das nicht damals eingesetzt. zu der Naja, das Zeit? waren 130, 140, also es war schon, der Saal war voll hier im Störtal, wenn Vollversammlung war, ne? Ja, und dann hat er das so vorgeschlagen und ist ja vorbereitet und ja, nehmen Sie Ihre Hand gehoben. Zwei oder drei waren dagegen, die kannte ich aber. Ich habe geguckt, wer das war und habe ich nachher gefragt, ne, warum hast du mich denn nicht gewählt? Ja, sagt er, du hast mir ganz einfach leid getan, so eine junge Frau und Kind und Fernstudium und das ist doch zu viel. Und dann habe ich dich aus Mitleid habe ich dich nicht gewählt.